Also ich bin nicht mehr ganz nerdy, ich bin nur noch half nerdy. Ihr könnt hier beim Instagram könnt ihr sehen, ich habe was drauf gepostet. Ich habe so eine Infusion bekommen, Mann. Da war lauter Shit drin, unter anderem waren auch Steroide drin. Road to Glory by Jill and Sai. Gymnastics at its finest. Lackschuh zieht euch diese Taschen rein. Derbe fett. Also wir feiern die Taschen hart, haben wir hier abgestaubt von den Mitbewohner vom Karlchen. Man erkennt sehr gut, dass das meine ist, denn Schuhe wieder farblich abgestimmt auf dem Pullover. So wie sich's gehört. Sai füllt gerade schon Wasser in den Booster. Das spricht dafür, dass wir ins Gym rocken. Wir haben den lieben Ned mittlerweile hier angetroffen. Ja, Ned hat uns besucht in München, wohnt nur 1,5 Stunden von hier entfernt und hat sich das natürlich nicht nehmen lassen. Uns hier mal zu bereichern, ist schon runtergestaged. Das heißt, wir fahren jetzt zum Erdschan ins Fitnessstudio, in sein eigenes Fitnessstudio wohlgemerkt. Und er möchte mal zeigen, oder möchte uns mal zeigen, wo der Hammer hängt. Aber ich glaube... An der Stelle danke nochmal an Karl, Karl ist krank. Stimmt, das haben wir gar nicht, das haben wir noch gar nicht hier angefügt. Das genau. Haben wir im Facebook-Post zwar erwähnt, aber Kalle ist... Karl geht echt dreckig jetzt zum Arzt, also geht es wirklich richtig, richtig schlecht. Ja, Mann. Netterweise war das so, dass Karl uns jetzt für unsere Mobilität hier in München den M6 zur Verfügung gestellt hat. Ja, derbe krass, ne? Ja, und ist Rosecrown mit dem M6 unterwegs. Ich weiß nicht, ob er sich dessen bewusst ist, auf was er sich da einlässt. So, ich muss nochmal den Fokus auf unseren Road to Glory Shape bekommen. Das sind beide Typen auf jeden Fall geil, muss ich sagen. Ich finde den einen Typ noch ein bisschen geiler als den anderen, aber ich finde ihn mal. Welchen findest du geiler? Den Blonden. Ich muss mir eine blonde Perücke hier färben lassen. Wasserstoff-Tuning. Das Eigenlob gestatten bei Sai läuft. Sonst macht sie keiner. Sonst macht sie keiner. Jetzt kriege ich den Fokus drauf. So, jetzt seht ihr ihn, den wunderschönen, herrlichen Road to Glory Shaker. Drin haben wir heute Beast Mode, so heißt er tatsächlich. So heißt nicht nur unser Mixtape. Wer es nicht kennt, der hat was verpasst. Jetzt im Dezember kommt im Übrigen neues Mixtape von uns raus. Playlist wird gerade erstellt von meiner Wenigkeit. Hab Sai diesmal auch drum gebeten, dass er ein bisschen was weghaschelt. Man sieht, Sai hat sich tatsächlich ein paar Meter mir genähert. Ich habe da vorne gepennt auf der Couch. Und er konnte hier mitten im Raum nicht schlafen. Hat gedacht, darf ich ein bisschen kuscheln, komm, Jill. Naja, und das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen und habe gesagt, das passt, Spatzel, das passt. Ich habe gerade Voice-Nachrichten auch von Sarah. Okay, ja, in dem Sinne würde ich fast sagen, stagen wir runter, heizen den M6 mal ein. Und damit ihr seht, dass das auch kein Scam ist, ihr wisst, dass wir keine Scheiße erzählen, ja. Zeige ich euch hier aus meiner Hosentasche mal den dicken M6-Schlüssel. Ja. Nehmen wir den Wagen mal ein bisschen auseinander. Wir hatten ja schon das Vergnügen, durften damit schon ein Röntgen in Stuttgart damals drehen. Wetterbedingungen nicht so geil, die Straßen sind nass, somit mache ich definitiv die die Traktionskontrolle müssen wir definitiv drin lassen, andernfalls setzen wir das Ding 100% gegen die Wand. In dem Sinne, meine Lieben, wir hören uns, sehen uns, wenn wir vor dem Gym sind, werden vor Ort natürlich ein paar eigenständige Videos für euch wegdrehen mit Erdschan, sofern er sein Workout noch nicht ohne uns angefangen hat. Laut Karl wartet er auf uns, würde uns ungemein freuen und eine Riesenehre für uns sein, mal mit so einem Namen, Rang und Namen, tatsächlich eine schöne Workout-Session wegzudrehen. In dem Sinne, wir hören, sehen und lesen uns später. Mmh. Delicious. Oh, Jacques Gilet. Comment. Beautiful. Oh, gorgeous. Aber ist eigentlich keine schlechte Idee, immer so ein Parfum im Auto zu haben, ja? Mhm. An der Stelle, Boys, ihr seht, wir haben einen neuen Firmenwagen. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Hier Neddy auf der Rückbank. Ja. Ja. Aber es ist so geil. Erst nehmen wir die Villa Kunterbunt vom Bananenboy ein. Jetzt haben wir schon die Karre. Was kommt als nächstes? Die Frauen fehlen noch. Die Frauen. Ja, und den Trainer nehmen wir ihn ja jetzt auch weg. Ja, Erjan, wir fahren jetzt zu Erjan ins Gym.
und werden mit Erja ein bisschen trainieren. Er wird uns ein bisschen zeigen, wie das wirklich funktioniert. Mhm. Bin ich überzeugt, sehr renommierter Kerl, wirkt in den Videos auch sehr sympathisch. Deswegen bin ich wirklich gespannt. Also das war jetzt eigentlich das für mich persönlich ein Pflichtprogramm, die Trainingseinheit mit ihm zu machen. Guck mal, was unser Booster da gerade anstellt. Ich finde die Konsistenz schon ein bisschen skurril, muss ich sagen. Man darf nicht vergessen, wir haben hier diesen Beast-Mode drin. Fundament. Fundament, BCAs. Ja, wer nicht weiß, was im Fundament drin ist, ich wusste es auch nicht. Es ist Care Pio drin und Beta-Alanin. Ja. Das ist das Fundament. Ja, ja plus BCAAs ohne, ne? Ohne Gänse und Entenfedern und so. Genau, also sind wir mal gespannt, was das so taugt. Geschmacklich war es sehr intensiv, aber es ist natürlich viel Pulver auf wenig Masse. Wie geht's dir denn so in den ersten Stunden vegan? Wir leben noch. Ich bin leicht erkältet, ehrlich gesagt. Das liegt einfach daran. wir haben im Wohnzimmer geschlafen, Boys. Wir haben im Wohnzimmer geschlafen und ich habe gesehen, dass da so eine große Fensterfront war und die war halt teilweise offen. Weil halt ein Mitbewohner schon auf dem Balkon gewerkelt hat. Der zwei Stunden lang, sagt zwei er. Stunden gewerkelt, weil die haben diesen Glühweinstand für eine Party da drauf gebaut. Ja. Und da war die Tür die ganze Zeit offen und man lag halt mehr im Boxershorts mitten im Raum und hat dann halt Zug bekommen. Ne? Ja, Mann. Und deswegen habe ich so leicht Halsschmerzen. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich mich bei Karl anstecke, weil Karl sah echt mitgenommen aus. Übelst. Ne? Also Karl hat es richtig erwischt. Übelst. Da ist an der Stelle mal no hate oder no jokes. Ich hoffe, dass es ihm bald wieder besser geht. Ja. Ne? Ja, lass uns mal erstmal Navi einstellen, wo wir überhaupt hin müssen. Genau, das machen wir mal. Und dann melden wir uns nochmal. Melden wir uns zurück an der Ampel. An der Ampel, im Tunnel, Soundchecks vorprogrammiert. Ganz genau. Und diesmal nicht Alarm im Darm, sondern hier Alarm im M6. Eventuell, wenn es gut läuft, auch aus dem Graben. Ich gebe mein Bestes. Trotzdem, wir sind im Gym angekommen, ja? Hier hinter dieser Tür bewegt sich, glaube ich, der Erjan. Ned kennen wir. Ist schon heiß, man sieht es förmlich. Er hat den letzten Scoop gerade verhaftet. Zur Zeit brauchen wir auch nicht viel sagen, aber vielleicht stellt sich diese hübsche Lady mal vor. Hallo, ich bin die Sophia Thiel. Vielleicht kennt ihr mich vom Pumping Sophia Thiel und meinem YouTube-Channel. Und ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Ja. Yeah. Lohnt sich auf jeden Fall mal abzuchecken. Ich habe letztens ein Video von Gertie gesehen. Da hat Gertie gesagt, ey Mädels, was ist eigentlich los? Oder Jungs, wie seht ihr das? Es gibt so viele Jungs, die wirklich leistungsfähig sind und einen YouTube-Kanal haben, aber so wenig Mädchen. Und dann hat er direkt mal Cornelia Ritzke kritisiert, weil Cornelia Ritzke ist ja leistungsfähig, aber derbe langweilig. Und da hat er den auch verwiesen auf den. Und dann bin ich auf ihren Account gegangen, auf ihren YouTube-Account. Und da habe ich es dann gesehen. Stalker sei Hashtag. Ich dachte, als YouTuber muss man Researching machen. Natürlich, ja? Natürlich. Da, immer interessiert ist, die Freundschaftseinladung ist schon raus. Nee, nur angestupft. Ah, okay, okay. Nur angestupft und okay. Ein paar Pics geschickt. Okay. Nice. Das in dem Sinne, würde ich fast vorschlagen, ziehen wir uns um, ja. Machen wir uns hübsch. Ja. Und dann rocken wir die Bühne. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Wir haben eine erfolgreiche Rückensession hinter uns, 4 fette Übungen eingebaut, alles für euch mitgefilmt, eigenständiges Video an der Stelle. Möchte noch mal kurz rund führen, bevor wir uns verabschieden. Na, wir wollen ja auch recht sympathisch. Wie hat euch das Training gefallen? Mir hat es richtig gut gefallen. Also es war sehr intensiv und sehr schwer konnte ich gehen und mit euch hat es richtig viel Spaß gemacht. Also ich freue mich auf morgen. Nein. Das musste sie jetzt sagen. Ja, weil er war noch das, mit den Schraubenzieher drin. Das Messer auf Anschlag. Das ist Spaß. Nein, ganz und gar nicht. Also ich habe gedacht, vielleicht vier Leute Training, für könnte die Pause recht lang werden. Aber es war so intensiv, dass echt die Pause richtig gut war. Sehr schön. Und die Sophia sagt, dass sie in der Schulter recht schweren Muskelkater bekommt. Und die Session steht morgen an. Ja, da werden wir sie vom Gegenteil überzeugen. Oh, da kommt der Trizeps durch. Gestatten. Ralf würde sagen, Trizeps freigeschaltet. In dem Sinne, unser V-Log endet an der Stelle nicht, aber wir verabschieden uns von der Seite erstmal aus dem Gym. Ja. Düsen jetzt zu Vitafy, freshen den Vertrag, ne? Genau, lassen mal ein Autogramm da. Ne? Und melden uns nochmal von M6. Ich habe gehört, du möchtest jetzt M6 fahren. Jetzt werde ich in der M6 treten. Oh, gestattet. Ja, bei Regen kriege ich jetzt richtig auf. Delicious. So, meine Freunde, wir sind wieder zurück in der Höhle des Löwen, wollte ich fast sagen. Na, Löwe ist es nicht, eher des Bananen-Joes.
Hier sieht man noch die alten Gains. Ich habe tatsächlich noch eben gerade die alten Gains von heute Vormittag verspeist und sie haben wirklich noch gemundet. Aber im Hintergrund seht ihr wieder den Road to Glory Shaker am Funkeln und man sieht, das Teil ist befüllt. Und zwar, wir sind nach wie vor auf dem veganen Trip heute, ja. Und spätestens jetzt würden bei mir die Alarmglocken läuten und sagen, mach den Scheiß doch alleine, so Mr. Veganer. Guck mal, Sai ist ja immer noch der, der wirklich ein bisschen im Zwiespalt steht und sagt, ah, könnte ich mir eventuell gönnen. So, nun gib mal Gas und sag, ob du dich an diesen Geschmack gewöhnen kannst. Ned meinte vorhin, ja, mit Wasser ist das wirklich erbärmlich. Aber mit Milch kann man es ja trinken, gestatten. Ja, ich hab's ja auch weggeschüttet oder so. Hast du es weggeschüttet eben? Ich hab's weggeschüttet. Echt? Geht nicht. Also ich, ansonsten krieg ich das Kotzen. Die Pussy würde der ein oder andere sagen. Wie viel Menge ist da drin? Ungefähr 60 Gramm. Mmh, delicious. Das Ding ist halt, Reisprotein ist halt gesünder. Aber du weißt es nicht. Aber so genau weißt du es gar nicht. Denke ich, so genau weiß ich es nicht, denke ich aber. Und ich weiß halt auch, dass Reisprotein generell eher so was für Leute, frischige Männer ist. So. Jetzt, wenn du jetzt sagst, es schmeckt mir nicht und so, ist halt für Pussys, ne? Demnach, boah, es ist auch gut für die Haut, weiß ich aber nicht genau. Und was halt zum Beispiel auch ganz wichtig ist, es kratzt gerade im Hals, ja? Und also ich könnte jetzt auch sagen, dass das scheiße ist oder gut ist, ja? Also mein Sponsor sagt auch nichts. Ich kann da wirklich frei agieren und ja, das wissen die auch und demnach... Ist es dir eigentlich egal, ob Whey oder Reisprotein gekauft wird, oder? Scheiße, Alter. Ohne Witz, es schmeckt echt scheiße. Es ist, die Sache ist die, es ist gesünder, safe. Es ist eventuell, sagen wir mal... Warum ist es denn gesünder? Warum? Überzeug mich doch mal, ich bin nicht in den Glaube. Warum? Weil Molkeprotein der letzte Abfall ist. Du willst mir sagen, wenn ich mir mein herrliches Isoway, was preis-leistungstechnisch definitiv über ein Reisprotein liegt, von den Werten ganz zu schweigen, dass die Werte viel besser sind. Das ist ein Abfallprodukt. Na, woran willst du es denn feststellen? Wie reagiert dein Körper denn, wenn ich wenigstens ja, dadurch irgendwelche Mäkel, Einschränkungen, sei es Haut oder sowas hat, damit hat Zaya zu kämpfen. Deswegen wäre es für ihn vielleicht nochmal interessant, das auszuprobieren, wenn er Molke, wobei du auch Whey kaum trinkst. Du nimmst ja kaum Supplementierung zu dir, was Eiweiß anbelangt. Ne? Aber ich wiederum gönne mir hier und da definitiv mal einen Shake. An Spitzentagen sind sogar mal 3 bis 4, wenn es nicht anders zulässt. In der Regel 1 bis 2, je nachdem, ob es ein Workout, also ein Training Day oder kein Training Day ist. Aber ich habe absolut weder Verdauungsbeschwerden, noch irgendwelche Probleme mit der Haut oder dergleichen, ja? Und warum soll ich jetzt auf meinen heißgeliebten Geschmack verzichten, wenn ich mir so eine Scheiße reinjagen muss? Also das ist mein Statement dazu. Deswegen kann ich euch das definitiv nicht ans Herz legen. Ich könnte jetzt sagen, ja, bei euch ist es gesünder, kauft's, ja? Hier immer mit dem Vorwand. Absolut kein Hate, wer es trinkt, bitte. Echt kein Hate. Also haut's euch rein, aber es sind Welten zwischen, was Löslichkeit, Geschmack und Konsistenz anbelangt, oder? Da sind wir doch keine zwei Meinungen. Du, mir gefällt auch ein Snickers besser als ein 0,15 Proteinbar. So ist es nicht. Ja. Klar ist es was anderes, hat kein Proteinanteil und so weiter. Das wäre ein bisschen stumpf, das genauso zu vergleichen. Und weil die Sache ist halt die, ich versuche halt nur, das irgendwie anzugehen, dass man das irgendwie in ein Bild drücken kann. Übrigens, die ist fett. seriously. Es ist halt so, wo findet noch Molke statt, außer beim Menschen? Es ist einfach nur zum Aufwachsen von kleinen Tieren, von kleinen Kindern und so weiter, zur Zellbildung. Das Einzige, was es dir als Erwachsener bringt, ist Zellbildung. Und Zellbildung letztendlich dazu verleiten kann, auch Krebszellen zu bilden. Neben dem Geschmacklichen und dem Muskelaufbau. Wie gesagt, ich bleibe bei meinem Molke-Protein. Ich bin auch bleiben. Das Ding nicht zu trinken, das ist für mich ein... innerhalb eines Fitness-Lifestyles ein Stück weit an Lebensqualität, die ich beraube. Ja. So, weil das ist eine Bestrafung, das ist einfach nur Pain in your anus. Ja, in dem Sinne, wir werden nach wie vor heute auf dem veganen Trip bleiben. Ne? Wer anfängt, muss es auch straight durchziehen. Ich kann als Resümee definitiv sagen, nimm mir die Milch in der Diät, ja?
nimmt mir von mir aus auch mein heißgeliebtes Steak hier und da. Das esse ich auch nur noch im Maßen und haust es mir nicht tagtäglich hier hinter die Ohren. Aber klaut mir nicht mein verdammtes Whey und hier und da mein Fleisch, Fisch oder dergleichen. Und demnach bin ich nach wie vor derselben Meinung. Ich meine, man muss es auch länger machen. Ja? Wer nach einem Tag Resümee ziehen kann, weiß nicht, der hat das wahrscheinlich nicht verstanden, das Prinzip. Ich denke mal, der gesundheitliche Aspekt wiederum, der kommt erst über Wochen oder Monate. Aber ich bleibe bei den Trip. Also ich bleibe definitiv bei den Trip und gönne mir mein Fleisch. Fleisch ist mein Gemüse in dem Sinne. Wir sehen uns dann wieder, wenn wir unsere Gains saven. Das wird auch wieder ein eigenständiges Muggi-Aufbau für unterwegs, heute beim Inder. Aber wir halten natürlich auch die V-Log-Cam drauf, sodass ihr da Einblicke bekommt, was uns letztlich aufgetischt wird, wie es schmeckt und dergleichen. Das bekommt ihr dann im eigenständigen Video wieder. Aber an der Stelle nicht abschalten, wir sind später wieder bei euch. Auf dem Weg. Jetzt laufen wir schon rüber. Auf dem Weg Gains zu saven. Ihr seht, wir nehmen die Hände in die Hand. Ist das hier nochmal scharf zu werden? Wir haben derbe den Kohldampf mittlerweile schon arg spät geworden. Das lag daran, dass Ned wieder eine halbe Stunde später aus dem Bad rauskam, als er wollte. Hier ist Sai im Hintergrund, telefoniert gerade mit Kalle, der immer noch richtig hart gefickt ist, muss man so sagen. Muss man wirklich so sagen, dass er wirklich hart aus der Spur ist. Mandelentzündung hat sich herausgestellt, damit ist nichts zu spaßen, ihr wisst, Borsch. Und entsprechend gönnen wir ihm natürlich Ruhe und lassen ihn einfach in seinen vier Wänden. Ne? Er meinte auch, er möchte nicht vor die Cam. Kann man vollstens verstehen, also demnach. Ist ein bisschen schade drum, dass wir gerade in München sind, aber nichtsdestotrotz ein Riesendank, dass wir da nächtigen können und dergleichen. Und ihr hört es ja hier, sei immer noch am Quatschen. Wir melden uns zu Wort, wenn wir und ob wir überhaupt noch was zu essen gefunden haben. Ich weiß gar nicht, wo Netz Navi uns jetzt hinlädt. Wie lange noch? Noch 900 Meter. Hm? 900 Meter. 900 Meter, Bosch, ihr habt es gehört. Wir nehmen die Hände jetzt in die Hand. Geben hier in den Gassen von München ein bisschen Hackengas. Rechts abbiegen auf Lenzstraße, danach rechts abbiegen auf Steinhaus. Ja, ihr habt's gehört, ja, wir führen uns durch die kleinen Gassen hier. Gestatten, Boys, seht ihr dieses Gebäude, worauf ich gerade hier halte und zuzwinker? Das ist das Gebäude, wo wir eigentlich essen gehen wollten, ja? L'Osteria, Italiener, hätte man richtig fett Pasta abschmatzen können. Ist schon geschlossen. Hätte man natürlich auch googeln können. Jetzt sind wir den weiten Weg gelaufen. Sidecheck da unten, da soll wohl auch eine Location sein, was ab. Und? Mr. Sai? Und? Was, nee? Suffkneipe? Aber der Netz ist zum Beispiel so einer, ja, wenn wirklich keine Frau in der Nähe ist, ja, dann fängt er erstmal an zu baggern. Also das Problem ist wirklich, Jill und ich beißen ab, ja. Ja, aber er kann es nicht so ganz verstehen, weißt du? Nee, aber ich habe es mitbekommen, wie neulich einmal eine Woche ein Video ausgefallen ist von Ned. Das war halt einfach mal, das war eine Strafe, das war eine Sanktion für zu viel Homoerotik. Ja, und deswegen wollte er auch Autogrammkarten von uns haben, ja. Ja, und hat sich damit dann auf Klo verzogen. Und ja, da ist die halbe Stunde geblieben. Bist du denn bis zum Muskelversagen und drüber hinaus gegangen? Total, ja. Ja? Also das ist ja enorm wichtig. Wir predigen das immer wieder. Ja? Manchmal auch die Äffchenstellung bei euch. Denkt dran, die Beine dürfen nicht zu kurz kommen. Stichwort Waden. Ja. Also ich habe das echt vernachlässigt. Ich habe ein bisschen mehr Mobility gemacht, damit ich auch mit den Füßen richtig Action machen kann. Ich habe es ja teilweise auch schon zum Multiplen geschafft. Das ist halt eine Sache, schafft nicht jeder, aber das ist halt ein Wort oder ein Satz, fällt mir das nur ein. Bosch, ja. Dranbleiben, ja. Und danach, ja, wenn das mit dem Wort, ja, mit dem Satz nicht klappen sollte. Satz? Du hast nur dranbleiben gesagt. Dranbleiben. Der philosophische Satz. Das sagt Ralf immer. Und wenn das wirklich nicht reichen sollte, ja, dann keep going, okay? Bosch, zieht euch diese Uhrzeit rein, ja, verkauft uns für blöde. Wir sind jetzt wieder in den vier Wänden von Kalle angekommen. Es ist, wenn man es nicht lesen kann, 1.47 Uhr, aber, ja, zieht's euch rein. Wir haben noch einen Lieferservice gefunden, der zu diesen Zeiten geliefert hat. Die Gains wurden letztlich schon, ja, geliefert und selbst Kalle ist wieder unter den Lebenden, aber die schlechte Nachricht vorab, dafür hat Sai ordentlich erwischt. Er wollte noch nicht mal mehr Gains haben. Scheint mir jetzt, man sieht nur ihn hier oder seine Sek Plus Mütze, zeig mal noch den Peace, dass du noch unter den Lebenden bist.
Ja, er scheint jetzt fiebrig zu werden und auch so eine Mandelentzündung zu haben. Und man hört es Kalle schon an, dass ihm es wirklich nicht gut gehen mag. Wir konnten gar nicht so genaue Einblicke gewähren. Du kannst uns jetzt aber mal erzählen, was da Sache ist. Wir haben noch mehr schlechte Nachrichten heute. Ich bin nicht mehr ganz nerdy, ich bin nur noch half nerdy. Ihr könnt hier beim Instagram könnt ihr sehen, ich habe was drauf gepostet. Ich habe so eine Infusion bekommen, Mann. Da war lauter Shit drin. Unter anderem waren auch Steroide drin. Ne? Das war für die Regeneration. Wenn ich einen Tag länger gewartet hätte, hätte ich 4 Wochen ins Krankenhaus müssen. Also den Hashtag Testotoni hast du jetzt safe, Digga. Also ich muss jetzt tatsächlich eine Woche stoffen. Was meinst du, was für massive Gains er derzeit? Er kann nicht trainieren, weißt du, aber baut erstmal 5 Kilo Muskelmasse auf. Ich kann nicht trainieren, aber baut erstmal 5 Kilo auf. Nee, das war so krass, Leute. Meine Mutter hat mich heute Morgen angerufen und meinte so, sie spürt, es stimmt irgendwas nicht, Mann. Das war richtig krass. Ist sie hergekommen und ich habe die ganze Nacht schon, ja, ich habe alle meine GA-Hoodies durchgeschwitzt, Mann. Ich muss mich 6 Mal umziehen. Heiß, kalt. Kranken Druck auf dem Kopf. Hals. Weißt du, es ist keine Erkältung gewesen, sondern es war nur einfach alles Schmerz, Gliederschmerz, tat alles weh, Mann. Der Hals, ich konnte nicht schlucken, nix und so. Was hast du gerade gesagt? Das geilste Gefühl ist, dass ich wieder schlucken kann? Ja, das geilste Gefühl ist, dass ich wieder schlucken kann, Leute. Und dann war ich beim Arzt und der meinte, das ist so ein Schock von zentralen Nervensystem. Überarbeitet, überstresst, zu wenig gepennt und so. Zentrales Nervensystem überstimuliert. Und habe ich halt auch diese ganzen, ich habe jetzt hier Schmerzmittel am Start, Mann. Ich habe hier Cortison am Start, Mann. Das ist schon heftig, ey. Das ist übel. Also, ja, Mann. Und er erzählt ja wirklich nichts vom Pferd. Er war wirklich, wie wir schon gesagt haben, den ganzen Tag im Bett, verdammt. Ich weiß auch nicht, wie du heute noch pennen willst. Ich meine, es ist ja schon 20 vor 2. Ich habe gestern von 9 Uhr abends gepennt bis um so. Naja, um 20 Uhr bist du in die Höhle des Löwen gewandert. Ja. Ja, aber ich würde sagen, wir halten dich gar nicht länger auf. Save die Gains. Du hast gesagt, morgen ist sicher. Nach einem Kaloriendefizit wahrscheinlich 5000 Kerls oder so. Ja, Mann. So eine kleine Defi-Phase eingelegt. Morgen meinst du, bist du sicherlich wieder bereit für das ein oder andere Video. Und dann hat mein Körper wie so eine Mandelentzündung vorgetäuscht, ja. Das war gar keine Mandelentzündung, oder? Nee, das ist keine meine Mandel, wir müssen auch nicht raus oder so, ja. Okay. Das war nur so eine Reaktion von dem Ganzen. Mhm. Und wenn ich aber jetzt das nicht heute abgecheckt hätte, wäre es wirklich eine Mandelentzündung geworden. Dann hätte sich so ein Abszess gebildet, der wäre dann auch geplatzt und dann hätte ich ins Krankenhaus müssen. Das ist schon böse. In 4 Wochen wäre ich richtig raus gewesen. Das ist schon heftig. In dem Sinne, wir werden jetzt die Late Night Gains verhaften, pünktlich vom Asiat. Man sieht es schon bei Kalle aufgetischt, Reis en masse, bei mir auch extra Gains Reis. Und wir haben schon nach 0 Uhr, das bedeutet, ich brauche nicht mehr vegan zu leben, ja? Ich habe mir dementsprechend mit Ned das Erdnusshuhn bestellt. Das, was es gestern schon im Übrigen gab, aber ich feiere es einfach immens. Ich hoffe, der Asiate kann einigermaßen was. So hoch sind die Erwartungen um diese Uhrzeit nicht mehr. Aber Hauptsache, wir haben noch ein bisschen Clean Food am Start. In dem Sinne, lasst es euch schmecken bei euch.